Der 34-Jährige und Alex geht seit 10 Jahren Containern. Das meiste in seinem Kühlschrank stammt aus Mülltonnen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, habe ich recht viel containert, auch hier. Hast du denn schon mal den Magen verdorben mit irgendwas? Nie in 10 Jahren. Die rechtliche Lage ist nicht ganz klar, denn der Supermarkt haftet auch für Weggeschmissenes und könnte belangt werden, wenn sich jemand an abgelaufenen Lebensmitteln den Magen verdirbt. Doch Jan hat jemanden mit einer kreativen Lösung gefunden. Carmen Nolte hat vor einem Jahr einen Food-Saving-Verein gegründet. Jede Woche holt sie mit ihren Helfern Lebensmittel bei Supermärkten in München ab. Wir nehmen tatsächlich alles mit. Wir nehmen auch abgelaufene Ware mit. Dabei unterschreiben die Supermärkte einen Haftungsausschluss. Das heißt, der Verein übernimmt die Haftung, falls etwas passieren sollte. Bisher hat sich laut Carmen aber noch niemand beschwert.